Hey Leute, Alsanu hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute gab es endlich neue Informationen zu den neuen Pokémon-Spielen Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Legenden Arceus. Und es gibt eine Hülle an Informationen. Es gibt nicht nur neue Regionalformen, neue Weiterentwicklungen, neue Individualisierungsmöglichkeiten. Es gibt auch Eventverteilungen zum Release der beiden Spiele. Ich habe versucht, so gut es geht, alles für euch zusammenzufassen. Also viel Spaß! Anders als erwartet ist Strahlender Diamant, Leuchtende Perle nicht nur ein Remastered der originalen Pokémon-Spiele, sondern wirklich ein richtiges Remake mit verschiedensten neuen Inhalten, unter anderem auch einer neuen Funktion im Untergrund. Ein neues Feature ist gekoppelt mit einem Feature, was wir schon kannten, und zwar dem Untergrund. Den gab es auch schon in Diamant und Perl und auch in Pokémon Platin. Dort konnte man Fossil-Pokémon finden und seine Geheimbasis errichten. Neu ist das Feature der sogenannten Untergrundhöhlen. Und zwar ist das ein Feature, das verteilt sich über die ganze Sinnoh-Region. Und dort gibt es die verschiedensten Pokémon-Habitate vom Vulkan bis zum Wasser und Sumpf, wo ihr verschiedenste Pokémon der Sinnoh-Region treffen könnt. Dort könnt ihr nicht nur wie bisher verschiedene Geheimbasen online gestalten und die mit Freunden teilen, sondern ihr könnt zusammen auch über den Online-Modus die Untergrundhöhlen erforschen. Einige Features gab es auch schon in Diamant und Perl, diese werden jetzt aber ein bisschen aufgehübscht. Und zwar sind das die Wettbewerbshows und die Ballkapseln, mit denen ihr eure Pokébälle verschieden verzieren könnt, um die Animation zu ändern, wenn das Pokémon aus dem Ball erscheint. Ein Feature, was mittlerweile sehr, sehr beliebt ist, ist die Funktion, dass euer Pokémon euch hinterherläuft. Und auch in Strahlende Diamant, Leuchtende Perle könnt ihr ein Pokémon wählen, was euch hinterherläuft. Alle Pokémon, die mit Strahlender Diamant und Leuchtende Perle kompatibel sind, können euch als Buddy folgen. Auch die Connex-Funktion aus den Original-Pokémon-Spielen hat wieder Einzug gehalten. Ihr könnt also mit verschiedensten Trainern im Connex-Club tauschen, kämpfen und verschiedenste Aktivitäten ausführen. Also könnt ihr so am besten auch mit euren Freunden und anderen Spielern auf der ganzen Welt Pokémon tauschen. Ein Feature, mit dem ich in diesem Spiel tatsächlich absolut gar nicht gerechnet habe, ist die Charakterindividualisierung. Und zwar könnt ihr eurem Charakter die verschiedensten Outfits anziehen. Das ist meines Wissens nach auch das erste Mal, dass in einem Remake das überhaupt irgendwie möglich war, wenn das nicht schon im Originalspiel vorhanden war. Dass man den Charakter irgendwie anders designen kann, was ich sehr, sehr cool finde. Die Designs, die man im Trailer gesehen hat, sahen auch schon wirklich sehr gut aus. Wie viele Designs es gibt und wie genau die Gestaltungsmöglichkeiten sind, bleibt abzuwarten. Aber es wird auf jeden Fall eine Menge an Items geben, die wir unseren Figuren anziehen können. Auf den ersten Blick scheint die Handlung von Strahlender Diamant, Leuchtende Perle sich sehr an dem Original zu orientieren. Man muss wieder gegen Team Galaktik-Mitglieder kämpfen. Ob es Abweichungen von der Story gibt oder vielleicht Zusatzinhalte oder sonstige Infos, das wissen wir aktuell leider noch nicht. Aber ich denke, es wird das ein oder andere kleine Feature noch auf uns warten in diesem Spiel. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, war, wie kriegt man in Pokémon Strahlender Diamant, Leuchtende Perle, das Manaphy-Ei? Das hat man damals auf den Nintendo DS ja gekriegt, indem man es aus Pokémon Ranger übertragen hat. Jetzt gibt es ja natürlich keinen Pokémon Ranger für die Nintendo Switch, wo man das hätte übertragen können. Da hat Nintendo sich auch was einfallen lassen, und zwar gibt es Frühkäufer-Boni. Und da zählt auch das Manaphy zu. Und zwar, wenn ihr das Spiel zum Release-Tag runterladet oder vorbestellt, habt ihr die Möglichkeit, das Manaphy-Ei zu bekommen. Das Manaphy-Ei erhält man bis zum 21. Februar 2022 über die Geheimgeschenkfunktion. Aber durch das Manaphy kriegt man nicht nur ein Manaphy, sondern gibt man das Manaphy mit einem Ditto in die Pokémon-Pension, erhält man zusätzlich ein Pokémon-Ei, aus dem ein Fione schlüpft. Lädt man Pokémon Strahlender Diamant oder Leuchtende Perle bis zum 21. Februar 2022 aus dem eShop herunter, erhält man auch zusätzlich noch 12 Flottbälle. Das wirkliche Highlight heute für mich war aber tatsächlich die neuen Informationen zu Legenden Arceus. Und zwar gibt es eine Hülle an Informationen. Zum einen wissen wir jetzt, wie die Sinnoh-Region früher ursprünglich mal hieß. Und zwar war es früher die Hisui-Region, bevor es dann irgendwann zur Sinnoh-Region wurde und zu der Region, die wir dann heute kennen. In der Hisui-Region gibt es verschiedenste Pokémon-Habitate, unter anderem Eishabitate, Wasserhabitate. Und dementsprechend spawnen auch ganz viele verschiedene Pokémon, entsprechend in welchem Habitat ihr euch gerade befindet. Anders als im ersten Trailer zu sehen, ist tatsächlich das Stachdorf relativ groß, und zwar ist das das Jubeldorf, wo man jetzt seine Verbindung zu dem späteren Pokémon Diamant und Perl spielen ziehen kann mit der entsprechenden Jubelstadt. Da wird mit Sicherheit die eine oder andere Verbindung bestehen. In Pokémon Legenden Arceus ist es aber das Jubeldorf. Mit Pokémon Legenden Arceus schlägt Game Freak einen ganz, ganz neuen Weg ein, denn es gibt jetzt auch Forschungsmissionen, die ihr erfüllen müsst.
um verschiedene Pokémon zu fangen und Habitate zu erkunden. Es ist also ein ganz anderer Spielansatz als bisher, wo man einfach nur die entsprechenden Routen abgrasen musste, seinen Pokédex vervollständigen. Jetzt müsst ihr gezielte Aufgaben erfüllen, ähnlich wie in vielen anderen Spielen, die es dann in dieser Richtung auch gibt. In Pokémon Legenden Arceus werdet ihr Teil der Galaktikforschungsmission. Und ob da in Bezug zu dem gegnerischen Team aus Pokémon Diamant und Perl den Team Galaktik besteht, bleibt abzuwarten, aber die Vermutung ist sehr, sehr nahe. In dem Galaktik-Hauptsitz, der sich im Jubeldorf befindet, habt ihr verschiedenste Einrichtungen. Unter anderem findet ihr dort auch eine Tauschbörse, also Pokémon Legenden Arceus ist tauschkompatibel. Auch das Fangen der Pokémon hat sich grundlegend in Pokémon Legenden Arceus geändert. Und zwar gibt es die verschiedensten Methoden. Ihr könnt euch an Pokémon ranschleichen, ihr müsst Pokémon verfolgen. Das kommt ganz drauf an, wie das Pokémon ist, dem ihr begegnet. Ein ganz neues Feature ist tatsächlich, dass die wilden Pokémon euch auch angreifen können und ihr tatsächlich dadurch dann richtig in Unmacht fallt. Es ist also nicht mal wie in den Originalspielen, eure Pokémon wurden besiegt und dadurch fallt ihr in Unmacht, sondern ihr werdet wirklich von Attacken getroffen und könnt dadurch natürlich entsprechenden Schaden erleiden, den ihr dann wieder durch Kurieren im Basiscamp erholen müsst. Auch die Art, wie ihr mit wilden Pokémon kämpft, ist komplett anders und zwar begegnet ihr den Pokémon jetzt direkt. Und zwar löst ihr einen Kampf aus, indem ihr euer Pokémon im Pokéball einfach auf das gegnerische Pokémon werft und es kommt keine Cutscene oder sonstiges mehr, sondern der Kampf findet direkt an der Stelle statt, wo ihr gerade seid und ist komplett mit der Umgebung verschmolzen. Auch die Kampfart hat sich etwas geändert und zwar gibt es nicht mehr die rundenbasierten Pokémon-Kämpfe aus den Originalspielen, sondern werden die Pokémon-Kämpfe davon abhängig gemacht, wie hoch die Initiative eures Pokémon ist und dementsprechend kann es sein, dass euer Pokémon vielleicht sogar zweimal hintereinander angreifen kann, bevor das gegnerische Pokémon euch überhaupt attackieren kann. In Pokémon Legenden Arceus kommt auch eine neue Kampftechnik zum Vorschein. Und zwar ist das die Tempotechnik oder die Krafttechnik. Bei diesen beiden müsst ihr euch entscheiden, ob ihr entweder schneller angreifen wollt oder eine stärkere Attacke haben wollt. Bei der Tempotechnik entscheidet ihr euch dafür, dass die Attacke schneller ausgeführt wird, ihr dadurch aber etwas an Stärke einbüßt. Bei der Krafttechnik ist es genau umgekehrt. Dort wird die Attacke schneller, aber ihr könnt schwieriger angreifen. Auch der Pokédex ist in Legenden Arceus natürlich vertreten und zwar erfüllt ihr diesmal die Funktion, dass ihr den ersten Pokédex in dieser Region erstellt. Und es ist auch wieder etwas anders als vorher und zwar reicht es nicht einfach nur das Pokémon einmal zu fangen und ihr habt den Pokédex-Eintrag und habt alles, was ihr über dieses Pokémon wissen müsst, sondern ihr müsst danach noch weitere Forschungsmissionen ausfüllen und verschiedene Pokédex-Einträge erweitern. Dadurch steigt ihr auch im Rang und habt Zugriff auf verschiedenste Gebiete, um dort dann wieder neue Pokémon zu fangen. Sobald ihr Jubeldorf verlasst und zu einer Expedition aufbrecht, habt ihr in den verschiedensten Gebieten dann ein Basislager. Das dient unter anderem dazu, um euch zu erholen, aber ihr könnt auch die neue Crafting-Funktion dort einsetzen, um die verschiedensten Items herzustellen. Die große Überraschung heute war tatsächlich, dass es in Pokémon Legenden Arceus Weiterentwicklung von bereits bekannten Pokémon gibt. So entwickelt sich zum Beispiel das Pokémon Dummhirplex weiter zu dem Pokémon Dummy-Tier. Auch Bashuft erhält eine Weiterentwicklung und zwar entwickelt sich Bashuft zu Salmagnis. Ich weiß, die Namen sind, finde ich, etwas bedürftig, aber die Pokémon sehen sehr, 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 sehr stylisch aus. Die Hisui-Region hat aber nicht nur neue Weiterentwicklungen zu bieten, sondern tatsächlich auch neue Regionalformen. Wenn ihr Pokémon Legenden Arceus bis zum 9. Mai 2022 herunterladet und in das Geheimgeschehen-Menü geht, bekommt ihr dort ein bestimmtes Outfit, was es nur zum Release gibt, und zwar das Hisui Fukano Outfit. Es lohnt sich also auf jeden Fall, das Pokémon rechtzeitig zum Release zu holen, um dieses besondere Outfit zu bekommen. Eine weitere wichtige Info, die vielleicht auch viele interessiert, ist tatsächlich die Kompatibilität mit Pokémon Home. Einige hatten Angst, dass die Spiele nicht mit Pokémon Home kompatibel sind. Sowohl Legenden Arceus als auch Strahlender Diamant, Leuchtende Perle werden im Laufe des Jahres 2022 mit Pokémon Home kompatibel. Ich bin auf jeden Fall sehr auf die neuen Pokémon-Spiele gespannt, sowohl Strahlender Diamant, Leuchtende Perle als auch Legenden Arceus. Und der Trailer hat mich echt umgehauen. Was haltet ihr von den neuen Spielen? Seid ihr zufrieden? Habt ihr euch was mehr erwartet? Lasst doch einfach mal einen Kommentar da. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, einfach unten Abo-Knopf drücken. Bis dahin, wie immer, viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.